Mensen, wat was dit een verkiezing in Beieren? Laat ons een beetje over praten en natuurlijk over Nederland. Oké, okay, jetzt aber mal ernsthaft. Gehen wir mal wieder zurück zum Deutschen. Die meisten wissen es bei mir, die Niederlande sind mein Lieblingsland. Aber was hat das mit meinem Job als Abgeordneter zu tun? Wir Abgeordneten haben die Aufgabe, für die Bundesrepublik Deutschland, auch für Europa, gute Lösungen zu finden, gute Gesetze zu machen. Aber es wäre ziemlich dumm, wenn man, wie fast vor über 100 Jahren, nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, denkt, sondern wenn man mal über die Grenze schaut. Wie machen andere das? Und ja, bei den Niederlanden auch. Wie gehen sie mit Fragen wie Drogen, wie gehen sie mit Fragen Sterbehilfe, Patientenverfügung, Organspende um? Können wir uns da Argumente holen? Und da ist dieser angeblich so kleine Nachbar im Westen ziemlich informativ. Und, das wird oft vergessen, es ist unser zweitgrößter Handelspartner. Erst China, dann die Niederlande und dann kommen erst die anderen wie USA, Frankreich, Großbritannien. Naja, und um ein Land kennenzulernen, ja, Gesetze, Politik, Gespräche, aber Literatur. Gerhard Mack, einer meiner Lieblingsautoren, den kann man auch auf Deutsch lesen, hilft dabei auch, ein Land zu verstehen. Aber es gibt noch jemanden, der hilft, das Land gut zu verstehen. Hallo Ola. Hallo Otto. Ja, und jetzt bin ich hier, erkennbar an der Größe schon, mit einem Niederländer. Wepke Kimmer ist Botschafter des Königreichs der Niederlande hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und was ist so dein Eindruck, auch gerade zum Bundestag, zum Parlament? Mein Eindruck, dass es eine sehr lebendige Demokratie ist, dass also auch sehr viel in Bewegung ist. Die Entwicklungen gehen sehr schnell. Ich glaube, dass Stabilität natürlich sehr wichtig ist, aber ich glaube, dass auch viele deutsche Gesprächspartner es Stabilität fehlt derzeit. Aber das macht es natürlich sehr spannend, ja, Botschafter in Berlin zu sein. Wonach wirst du am meisten gefragt? Nach Wirtschaft, nach dem Königshaus? Ich werde am meisten gefragt, was wir genau, wo wir von gesprochen haben, wie das in den Niederlanden mit der Politik funktioniert, wie das mit den Populisten funktioniert. Das ist das meiste, aber Wirtschaft ist auch ein sehr wichtiges Gesprächsnummer. Wir engagieren uns dann auch in sogenannten Parlamentariergruppen, treffen uns auch regelmäßig mit den Parlamentariergruppen aus den anderen Ländern. Viele meinen, dass wir, Hauptsache mal eine schöne Reise. Das mag ja manchmal so sein, aber das Entscheidende ist der Austausch. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Warum ist es zum Beispiel, nehmen wir die Wahlen vom Wochenende in Bayern, bei euch in den Niederlanden auch so, dass die Sozialdemokraten runtergehen? Ist das also vielleicht nicht eine Frage der SPD hier, sondern ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir in allen Ländern finden? Du schon wieder? Otto, du schon wieder. Sag mal, Niederlande hast du aber nichts mit zu tun, oder? Doch, ich bin doch direkt an der holländischen Grenze aufgewachsen. Nee, und? Du bist doch der Holländer von uns beiden. Der Niederländer, wenn überhaupt. Und außerdem bin ich Deutscher, sonst wäre ich ja nicht hier im Bundestag. Du, ich habe letzte Woche ein neues Wort kennengelernt. Fofelen, kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Das ist viel wie herumfriemeln, frickeln. Heißt aber auch schummeln. Ist das Zufall? Ist Zufall.